nach draußen. Frische Luft. Oh, das wird so gut tun. Die Serafina wurde, wie gerade in dem Gespräch rausgekommen ist, von dem eigentlichen Standort verschleppt, weggebracht. Maybe Alara's right. Maybe I'm not thinking clearly about Seraphine. But there's something about her. It reminds me of Guanera. It was my acting without thinking that got her killed all those years ago. And my falling back into that same trap. Second guessing myself, I guess, anyway. This is about the reward. That's all. Somebody please help me! Einfach zwischendrin. Naja. Oh ja. Kanik, look. And there they are, prisoners in tow. Heading for that temple in the distance, do you think? Who cares where they're going? So let's stop them now. Careful, girl. There's company nearby. Yeah. Die Serafina wurde, wie gesagt, verschleppt. Wenn ich jetzt endlich mal etwas sagen darf. Darf ich? Ja, follow the people of Dyford into the wilds. Alles klar. The Persuader. So. Die Serafina wurde jetzt von ihrem aktuellen Standpunkt weggebracht. Zumindest von dem aktuellen Standpunkt, den wir für möglich gedacht hatten. Oder so, keine Ahnung. Und ja. Die Elara scheint dem Ganzen nicht zu trauen und hinterfragt Kedok zum Beispiel, ob sie sich von der Serafina zu sehr beeinflussen lässt, aber er meint, er ist nur hinter dem Geld und der Belohnung her. Kedok ist halt ein Söldner, ein purer Söldner. Und die Welt kann doch sehr schön sein, hier in Hunted, the Demon's Forge. Ach Gott. Es tut richtig gut, hier mal wieder draußen zu sein, statt die ganze Zeit durch die Tunnel zu rennen. Mehr Licht vor allem. Ups. Seven gods. They're pushing those prisoners up. Oh, I heard they had pushed the Nordman's daughter. Und hoch mit euch. Elara macht den Rest. So, dir geht's gut. Ja. Ja, ja, Kedok interessiert sich dafür nicht nur für Geld, ne? So, alles weg. Das war's. So. Hätten wir den ersten schon mal gut befreit von seinem Leid. Das war ein Reim, ach wie fein. Und hier geht's wieder durch. Nach unten. This undergrowth may work to our advantage. Makes it easier for us to hide. It makes it easier for them to hide. Fair point. It makes it more fun for us. Eine Jägerin mit Herzblut. Ja. Hoffentlich mit dem Herzblut, welches sie nicht vergießen muss. Boah. So, wie viele Kristalle haben wir? 4. Wir sind noch nicht in Chapter 5, wir sind jetzt gerade in Chapter 3 angekommen. So, was können wir denn gerade machen? Sigil of Pain, the Glowing Arcane Sigil, channels pain into trespassers. Ja, okay, nehmen wir das mal. Womit denn? Womit denn? Brauchen wir das? Ist eigentlich schon doof, dass wir nur 4 Slots haben und nicht 5 oder 6, weil es gibt halt 6 Fähigkeiten, ne? Wäre sinnvoll gewesen, die auf 6... auf 6 Nummern zu verteilen. Oh, tut mir leid, dass ich gehe, ne? Egal. So. Hätten wir das. Und bei Elara, die ist hier vollgepumpt mit ihrer tollen Waffe. Ja, ja. Nee. Oder will ich das doch ausrüsten?
hier bei der 3. Ach nee, jetzt habe ich das verworfen, ne? Confirm. So. Jetzt kann die mich gleich doppelt buffen. Yeah, geil. Alles klar. Something's wrong. Those prisoners were being led. From the wrong direction. They didn't come from the dungeons. Natürlich nicht. Muss man so befreien. Nicht durch Säbel. The gods must have sent you and blessed them for it. There are walker all over the place. They're moving people deeper into the forest. But to where? I don't know. Okay. Das werden wir schon herausfinden. Auch wenn die Antwort wahrscheinlich niemandem gefallen wird. Außer vielleicht euch. Ihr schaut ja alles nur zu. Ihr habt damit ja nie ein Problem. Zuschauer. Na? Darf man nicht durch. Wow, wow, wow. Das tut übel weh, was die gerade machen. Ich bleibe jetzt daher erstmal hier an der Wand. Das scheint für mich die gesündeste Variante zu sein. Was kommt hier denn noch? Muss man wieder komisch nachladen. Ach, und sie haben sich wieder geduckt. Daneben geschossen. Ja, lad wieder nach. Alles durchschlagen. Do something about those archers. Ah, wie der mir auf den Sack geht, diese Art von Gegner. Nein. Huch, was ist denn da passiert? Help me. So. Meine Güte. Was die alles aushalten. Von oben kommen die ganze Zeit irgendwelche Typen, die von oben runterschießen. Ach, das stört. Das stört richtig. Von wo? Ich sehe die nicht mal. Aber dafür treffe ich den jetzt aus der Entfernung. Das ist schon mal gut. Auch wenn Elara gerade einiges einstecken muss. Ja, mein Gott, lad doch schneller nach, mein Gott. Und noch ein Treffer. Na. Wo? Oh, hinter mir. Alles klar. Mein Gott. Der hat hier echt schlecht gezielt. Muss man leider echt sagen. Das ist auf Hardcore. My game's just fine, thank you. Okay. Keine Sniper mehr da? Die einen umschießen wollen? Auch gut. Muss ja nicht immer sein. Das hat gerade schon ziemlich gestört. So. Und dann geht's weiter. In den nächsten Abschnitt. Ja, ducken, ducken und weiter. Und nie wieder zurückgehen dürfen. Na? So. Weg mit den Archers. So, jetzt wird... Schieß ich mal Brimstone zurück, du blöder Assi. Komm. Na, na, da bist du. Mensch, bleib doch mal stehen. Ich will dich auch mal treffen. Na, wo, wo, wo kommst du? Ah, der ist doch wieder da. Schön. Na, wo bist du? Wo bist du? Komm her. Nein. Nicht gegen Sniper, das ist doof. Gegen Bogenschützen. Sind stark, die sind böse. Machen Schaden und so. Schmeckt nicht.
Naja, hat ja doch gepasst. Hätte ich nicht gedacht zuerst. Das ist wahrscheinlich die interessante Spirale, die ich gerade freigeschaltet habe. Wieso kommt ihr jetzt noch von hinten? Dieses Pack. So. Wofür ich den jetzt auch brauche, weil die Gegner sind jetzt anscheinend auch schon wieder passé. Die sind schon wieder alle weg. Aber die Musik ist noch da. Sammeln wir einfach mal das Geld ein. Ah. So. Das ist jetzt lebenstechnisch sehr knapp. Na? Der ist doch nicht tot. Wo ist der denn? Ist das Leben? Ist das Leben? Nein, natürlich nicht. Ah, aber... Ach so, darum leuchtet das. Und darum konnte ich damit vorhin nichts anfangen. So, gut, das war es damit. Aber irgendetwas, also ein Heilzauber gibt es ja leider nicht, ne? Eigentlich schade. Weil gerade sowas könnte man hier auch super gebrauchen. Zumindest nachher. So. I'm sure we'll need this healing soon enough. Definitiv. Hey, und ich bleibe wieder vor Events stehen. You're human. Elven. You're not Walker. That's what counts. A few of us got free. We've been taking the fight to them. Good for you. We hold some of their fortifications, but they've turned a catapult on us. It's tearing us to bits. You look like warriors. Is there anything you can do to help us? No. We are just travelers. How do we get into these messes? Look at it this way. If Seraphin gets blown to bits, neither of us gets paid and only one of us gets a good laugh. Fair enough. Lead on. Thank you. Hurry, through that door.